Martin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir wollen unsere Tour hier fortsetzen. In der letzten Folge haben wir schön über die Sommerzeit gelabert und Winterzeit und dass ich persönlich das für absoluten Schwachsinn halte. Guck mal, hier hätten wir parken können, aber okay, ich war zu voreilig. Naja, aber wie gesagt, wenn ihr euch das mit Artikel 13 anguckt und seht, was für Spacken da im EU-Parlament sitzen. Hallo, Scheintod. Ja, nächste Station. 2 Kubikmeter Eigenheim. Was willst du von denen erwarten? Also diese ganzen Diskussionen, wie gesagt, ich verstehe sie nicht. Was treibt ihr denn hier? Buderus. Buderus gehört zu Bosch, okay. Wusste ich auch noch nicht. Siehst du, so lernt man im ETS 2 dazu. Buderus gehört zu Bosch. Gruß an dieser Stelle, er wird sich nicht angucken, aber an Medienanwalt Solmecke mit seinem April-Scherz. Ich wäre auch fast drauf hereingefallen, bis ich das Video dann gesehen habe. Von wegen Artikel 13 dann doch noch gekippt und so weiter. Herr Solmecke, das war ein sehr schlechter Scherz. Das war nicht witzig. Alter, geht das jetzt in dieser Folge so weiter? Ich habe einen Mod drin, nachdem die Einsatzfahrzeuge in den einzelnen Ländern die wirklichen Martinshörner haben. So, Schönefelder Kreuz, das heißt, wir sind in der Nähe von Berlin. Das da war kein deutsches Martinshorn. Was ist so schwierig daran, dieses ganz normale Tatütata da reinzubauen? Also selbst die Modder kriegen es nicht korrekt auf die Reihe. Das ist schon traurig. Und dann dabei schreiben Real Sounds. Da ist gar nichts real. Guck mal, was flimmert? Achso, das sind Schatten. Ich wollte gerade sagen, was flimmert das bei dem so? So, wo sind wir denn? Hier sind wir doch auch schon lang gefahren. Was ist das? Die A10 Berlin Zentrum. Ach Mensch. Ja, guck mal, was auf den Schildern steht. Steht da auch irgendwo mein Wohnort? Berlin-Zentrum. Ne, wollen wir nicht hin. Das ist dann der Berliner Ring. Dreieck Spreeau. Mhm. Da drüben links Vattenfall wahrscheinlich. Okay, ich muss irgendwie rüber. Glaube ich. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. So, hier teilt sich die Piste. Genau, wir müssen doch hier lang. Oh, ein paar Reifen da hinten drauf. Oh, meine Güte. So, pass auf, gleich links rüber und er gibt Gas. Dann ist er weg. Doch nicht, dann überhole ich dich. Ach so. Ich finde das schön mit Motorrädern im Verkehr. Die gehören da einfach hin. Ist der? Der hat mich doch genau von 3 Autos weiter hinten. Da ist so unrealistisch, so unreal.
So, wir hatten ja in der letzten Folge schon, jetzt haben wir hier 20, hä? Also auf dem Tacho, nee, auf dem LKW selber steht 20.34 Uhr. Stand eben in diesem komischen Ding nicht schon 23 Uhr ein paar kaputte? MESZ. Muss es nicht verstehen. Ein Bug. So, da kommt anscheinend ein Grenzübergang. Wenn die glauben, ich fahre da langsamer, dann haben sie sich geschnitten. Gut, ein bisschen schon, sonst hecken wir irgendwo an. Ansonsten ist die Grenze offen und wir können schön durchziehen. System. Muss auch sehen, dass wir ans Ziel kommen. Es wird langsam knapp, würde ich mal behaupten. Hier ist jetzt eine Mautstation, ja? Kohle lassen, ja? Alter, sind die Zeit verzögert. Irgendwie fände ich das geil, wenn so ein Event kommt, dass die das machen, dass man diese Racing Trucks dann eben nicht an eine Firma liefert, sondern tatsächlich auf eine Rennstrecke, dass man hier diese Rennstrecken mit einbaut. Das fände ich nice. Richtig so in die Fahrerlager rein und das hätte doch was. Gas geben. Und ich hoffe, dass dieses Video Ton hat. Das werde ich leider erst feststellen, wenn es zu spät ist. Kommen wir denn noch einigermaßen beim Hellen an oder wie schaut's aus? Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir die Folge begonnen haben. Ich werde die jetzt auch zu Ende fahren, diese paar Kilometer, die hier noch kommen, und dann schauen wir mal. Da müsste ich eigentlich mal eine Offline-Tour machen und hier Mannheim und diese Ecken da freischalten. Da hinten blitzt eine Tankstelle durchs Gebüsch. Jetzt wird's aber schlagartig duster, meine Fresse. Okay. Als wenn einer einen Lichtschalter umdreht.
Ihr geht mir sowas von auf den Sack in diesen Folgen, du ehrlich. Aber egal, ich mach's, weil ich das Event schaffen will. Egal, wie viel Strafe ich dafür bezahle. Ich habe genug Geld. Das bezahle ich aus der Portokasse. Da muss ich die Portokasse nicht mal für aufmachen. Was ist hier denn los? Ist hier was umsonst? So sieht das doch alles schon ganz gut aus. So weit kann das doch gar nicht mehr sein, oder? Schade ist nur, dass es immer wieder die gleichen Strecken sind. Ist ja nett, dass er uns reinlässt, ne? Ja gut, er konnte nicht anders. Und da hinten ist auch das Ziel. Ich bin manchmal etwas flugs unterwegs, das ist wohl wahr. Aber es muss sein. Alter Schwede. Doch bald die Portokasse aufschließen, wenn das so weitergeht. Und wir fahren mal wieder ein MAN. Ja, wenn ihr ein bisschen schneller gefahren wärt, würden wir hier jetzt nicht stehen. Ja, was sind da teilweise Schlafmützen unterwegs? Das ist unglaublich. So, ein bisschen weiter ausholen. Solche sauber rumkommen. Noch weiter. Und wir sind mal wieder in Posen. Hallo. Warum rollt denn der immer rückwärts? Blinken vergessen. So.
Hier waren wir schon mal. Da vorne ist wieder unsere Haltebucht. Nee, das kann ich alleine. Diesmal versuchen wir mal anders hier ranzufahren. Mal gucken, ob das funktioniert. So sieht das ganz gut aus. So, absatteln, gucken, was passiert. Wieder zwei Folgen wird synchronisiert. So, ausgezeichnet natürlich, wie immer. Kein Schaden angerichtet, nicht zu spät, also alles passt. Level 117, das ist doch, ne? Wir wollen erstmal fortfahren, wir wollen uns das mal gucken. Also 5 von 10 haben wir. Und wir wollen mal gerade gucken, ich glaube von Posen aus... Nee, von hier aus kann man gar keinen mit zurücknehmen. Das heißt, wir müssen wieder auf eine dieser Städte. Prag zum Beispiel. So, was haben wir da? Da ist Breslau, Lodz, Warschau. Ich spiele alle nicht mit. Da wäre Prag, aber Kassel, Frankfurt am Main waren denn dabei? Nee. Ja, da muss ich dann wieder teleportieren und dann müssen wir mal gucken, wie wir dann weitermachen. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. YouTube ist es egal, die zählen nur die Aktion. Lasst ein Abo da und wenn ihr wissen wollt, wann es was Neues gibt, dann klickt die Glocke, dann werdet ihr entsprechend informiert. Ein Abo ist im Übrigen kostenlos und ich bedanke mich und ich freue mich auf die nächste Tour morgen früh. Um 5 hier bei mir. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.